Der einfachste Weg, eine Animation zu erstellen, ist über das Stop-Motion-Verfahren. Hier habe ich zum Beispiel ein Dreieck mit den Winkeln gezeichnet in Word und da möchte ich zeigen, dass die Winkel um 180 Grad ist. Dafür dupliziere ich die erste Folie und dann fange ich an, hier das Objekt einmal zu duplizieren und herauszuziehen. Und dann dupliziere ich diese Folie wieder und fange hier an, die Elemente weiter zu bewegen. Das kann ich schon mal ein bisschen drehen. Das Objekt drehe ich auch, oder verschiebe ich auch, das auch. Und dann kann ich die Folie wieder duplizieren und dann das Objekt schieben und weiter drehen. Das auch, das auch. Das habe ich schon einmal vorbereitet, wie das aussehen kann hier. Dann würde das ungefähr so aussehen. Das Ganze kann ich hier auch als Bildschirmpräsentation aufzeichnen oder in ein Video exportieren. Da hat PowerPoint recht viele Möglichkeiten.